Ja, ein herzliches Hallo zur Vorlesungsstochastik für Lehramtsstudierende und zwar zur letzten dieses Semesters, in der wir uns noch mit Eigenschaften des OLS-Schätzers beschäftigen wollen. Also zur Erinnerung, es geht um multiple lineare Regression. Und was hatten wir hierzu gegeben? Wir hatten also einen Output-Vektor, also bestehend aus y1 bis yn. Und wir haben eben ein sogenanntes Designed Experiment. Das heißt also, wir haben eine Design Matrix und das ist eben eine N Kreuz K Matrix. Und diese Design Matrix, die enthält eben die ganzen Inputs. Und man kann so sagen, die einzelnen Zufallsgrößen werden eben realisiert und zwar haben wir eben einen Stichprobenumfang von n und dann werden eben die Realisierungen der einzelnen Merkmale, der einzelnen Zufallsstichproben eben in die Spalten geschrieben. Aber wichtig ist, das ist jetzt eine konstante Matrix und diese konstante Matrix groß x ist also vorab ein für alle Mal fixiert. Also man geht davon aus, dass man sozusagen auf Input-Seite das Zufallsexperiment bereits erledigt hat. Das ist also wirklich realisiert und dann interessieren wir uns dafür, können wir genauer verstehen, wie eben der Output von diesem Input abhängt. Und dazu ist eben das entsprechende Modell, also das folgende, also zum Beispiel eben am Level der PRF können wir uns das nochmal hinschreiben, der Population Regression Function, dass sich eben y schreiben lässt als x Beta plus Epsilon oder am Level der Sample Regression Function eben. Und das ist schlussendlich, wie wir es schätzen wollen. Also x mal Beta Dach plus Epsilon Dach. Und die Schätzung eben von Beta und Epsilon durch ein sinnvolles Beta Dach plus eben Epsilon Dach, das ist das Ziel. Und was wir gesehen haben, ist, dass unter passenden Annahmen, und zwar die Annahmen waren eben, dass die PRF so linear von Beta abhängt. Das war die erste Annahme. Und die zweite Annahme war also die, dass das x vollen Rang hat. Also wir nehmen an, dass das eben k ist. Haben wir eben gesehen, können wir, wenn wir als Optimierungsproblem, also was dann eine eindeutige Lösung zulässt, eben das Prinzip der kleinsten Fehlerquadrate eben anwenden, also die Ordinary Least Squares, dann kommen wir eben auf den OLS-Schätzer und wie sah eben dieser OLS-Schätzer aus? Das war dann eben x transponiert mal x invertiert und das ist eben das Wichtige, dazu brauchen wir also, als x vollen Rang hat, dass x transponiert x dann auch wirklich invertierbar ist und dann mal x transponiert mal y. Und das heißt also, diesen OLS-Schätzer, Ordinary Least Squares Schätzer, den können wir also unter diesen Annahmen eindeutig bestimmen. Und was wir eben auch machen können, wir können dann auch die Residuen bestimmen, weil zur Erinnerung, es ist ja so, also wenn wir da nochmal auf die SRF schauen, dass eben Y x mal Beta Dach plus Epsilon Dach ist. Das heißt, wir können jetzt auf die andere Seite hier schaufeln, also Epsilon Dach ist x Beta Dach und wenn wir jetzt natürlich hier vollkommen einsetzen und den OLS-Schätzer hier für Beta Dach einsetzen, erhält man, dass das eben dasselbe ist wie y minus x mal x transponiert mal x hoch minus 1 mal x transponiert mal y. Also, so können wir das dann schlussendlich schreiben. Und das sind eben die sogenannten Residuals oder eben Residuen. Residuen oder eben auf Englisch Residuals. Und damit haben wir also unser Regressionsproblem in diesem Sinne mal gelöst. Wir haben also den OLS-Schätzer. Und wir haben die zugehörigen Residuen geschätzt. Also sprich, das, was dann noch von diesem unterstellten linearen Modell überbleibt, wenn man so will. Und das können wir jetzt mal eine Runde ausprobieren an einem Beispiel und werden das also ganz konkret in R mal eine Runde umsetzen. So, wechseln wir mal in R rüber. Und was wir uns hier jetzt anschauen, das ist ein
Beispiel, dass wir in einem Datensatz finden, den wir schon kennen. Wir nehmen also diesen Datensatz Survey. Und was wir als Output nehmen, soll also das Folgende sein. Als Output würden wir ganz gerne, sagen wir mal, die Länge der Schreibhand nehmen. Also, Sie erinnern sich, in dem Datensatz ist die Länge der Schreibhand drin. Und das Einfachste wäre natürlich, wenn man jetzt irgendwie hergeht und sagt, wir nehmen jetzt also da ein paar ganz einfache Spalten heraus. Ah, und übrigens, das muss ich vielleicht hier oben noch geschwinde machen. Und zwar die Spalten, die wir herausnehmen, ist das wl.hnd als Output. Und das ist also was, das wir ganz nach vorne setzen. Dann wollen wir aber weitere Einflussgrößen jetzt eben hier haben, also Inputs. Das heißt, das Einfachste, was man natürlich machen könnte, wäre, wenn man jetzt von der Nichtschreibhand die Spannweite nehmen, dann würde man natürlich davon ausgehen, dass also das einen sehr, sehr starken Einfluss natürlich hat. Dann können wir aber noch andere Dinge natürlich nehmen. Wir könnten sowas nehmen wie den Ruhepuls. Und was könnte man noch nehmen? Wir könnten noch sowas nehmen wie beispielsweise die Körpergröße. Also das wäre Height. Und auf das schränken wir uns jetzt ein. Also wir nehmen nur das aus dem Datensatz heraus, diese Spalten. Und was wir noch machen sollten ist, wenn wir uns da mal genauer anschauen, kann es eben passieren, dass es gewisse Missing Values hier gibt. Und die kann man also entfernen, indem man NaOmit drüber schmeißt. Das heißt also, Missing Values schmeißen wir hier raus. Und wenn wir vielleicht jetzt nochmal da die Anzahl der Spalten vergleichen, hier haben wir also jetzt 170 und das ursprüngliche von Survey hatte also 237, was ich jetzt fast ein bisschen verdächtig finde, dass da sogar so viele fehlen. Das ist jetzt wirklich interessant. Okay, da scheinen wirklich viele zu fehlen. Ist die Frage, in was so viele fehlen? Schauen wir uns mal den Ruhepuls an, das schaut eigentlich ganz vernünftig aus. Aha, wie kommen wir denn da jetzt nur auf 170? Das finde ich jetzt wirklich verdächtig. Ein kleiner Moment. Kann sich nur um Stunden handeln, bis ich den vermutlichen Fehler hier finde. Also nochmal, das D hätte jetzt bei mir tatsächlich nur 170 Spalten. Das ist also sehr 170 Zeilen, das finde ich jetzt sehr interessant. Und da sind es nur 237. Dann schauen wir uns mal vielleicht da den Anfang davon an. Schaut eigentlich ganz vernünftig aus. Kann man ja nicht vorstellen, dass Height so oft fehlt. Wie habe ich das bitte geschafft? So, vielleicht, ich habe keine Ahnung, was ist da passiert. So, N, Rho von D, das sind nur noch 170. Ach, man will es nicht verstehen. Puls auch nicht. Warum fliegen da so viele raus? Also es gibt ja kaum da Missing Values. Wahrscheinlich werden Sie sich jetzt denken, Sie haben den Fehler jetzt schon lange gesehen und der ist Ihnen irgendwo klar. Also es sollten hier nur diese einzelnen NAs da, sollten uns rausfliegen. Also diese Zeilen, wo eben hier eines Missing ist. Aber ich verstehe eben nicht, warum das da so viele sein könnten. Das ist wirklich ein bisschen suspekt. Also wir wählen aus... Moment. Da muss wahrscheinlich A egal sein. 170. Ich verstehe es nicht. Schauen wir uns mal kurz das D an. Aha. Okay, Problem gefunden. Also das Problem war im Prinzip gar nicht existent, aber das was... Na, das ist doch existent. Sind viele rausgeflogen wahrscheinlich. 237, warum gibt es da irgendwo Missing Values? Das ist jetzt wirklich faszinierend. Also, ich strecke hier die Vorlesungszeit sehr durch gerade Vermuxen, glaube ich. Also zum Beispiel, schauen wir mal, es sind 3 und 4 rausgefallen. Also wenn wir uns da nochmal das anschauen. Dass 3 und 4 rausfallen, ist aber richtig. Schaut absolut in Ordnung aus. Okay, kaufen wir so. Dass das vorletzte rausgefallen ist.
Auch der, na, zwar 35 stimmt auch. Also es ist tatsächlich so, dass wohl der Ruhepuls so häufig fehlt. Ne? Das ist mir jetzt gar nicht aufgefallen. Habe jetzt echt nicht geglaubt. Also schauen wir uns das gerade kurz an, wie oft der da fehlt. Moment, vom Survey natürlich. 45 Mal. Aha, naja, gut, scheint doch zu stimmen. Gut, also wir haben kurz ein bisschen Sanity gecheckt, dass das wirklich nur 170 sind, die hier überbleiben. Also ich war jetzt, muss ich zugeben, kurz ein bisschen überrascht. Und als Output nehmen wir jetzt also WL.HND, das soll also das Y werden. Und was ist dann unsere Design Matrix? Die Design Matrix ist das D allerdings ohne die erste Spalte, weil die erste Spalte unser Output ist. Also, wie schaut das Ganze jetzt aus? Das Y sind jetzt also die ganzen Spannweiten der Schreibhand. Dann das X enthält eben spaltenweise die ganzen Inputs, also sprich die Realisierungen dieser Merkmale, nicht Schreibhandspannweite, Ruhepuls und Körpergröße. Und jetzt wollen wir eben das Beta Dach schätzen, also Beta Head. Head ist ein Dach. Und wie macht man das? Ja, dazu müssen wir jetzt im Prinzip nur reinklopfen, wie wir es eben ausrechnen. Und zwar ist es so, dass wir eben invertieren müssen. Invertieren können wir eben mit dem Solve-Befehl. Da müssen wir x transponiert multiplizieren mit x. Das macht man also mit eben Prozent mal Prozent. Das kleine t transponiert uns das x. Und das Ganze müssen wir dann wieder multiplizieren mit eben der Transponierten von x und das also wiederum multiplizieren mit y. So, wenn ich jetzt alles richtig gemacht habe, dann, aha, ja, und ich habe schon einen Fehler gemacht. Also, wir brauchen hier eben eine Matrix. Ja. Also das passt, hier soll es passen. Entschuldigung, das x sollte man als Matrix schreiben. Also, und dann funktioniert es ja auch. Also Achtung, vorher war jetzt x eben hier keine Matrix. Und jetzt können wir uns das Beta-Dach anschauen und wir sehen also, das Beta-Dach schaut wie folgt aus. Der Koeffizient Beta 1 Dach, also der geschätzte Koeffizient bei NW.HND, ist 0,9 und ein paar zerquetschte. Der bei Ruhepuls ist sehr, 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 sehr klein, also 0,001 irgendwas und auch nicht wirklich nennenswert. Also schon deutlich größer, aber nicht gigantisch größer, ist der eben bei der Körpergröße. So wie wir das erwarten würden, oder? Wenn wir das in ein lineares Modell ohne Intercept stopfen, dann würden wir erwarten, dass dieser Koeffizient natürlich nahe bei 1 ist. Also macht Sinn, oder? Und jetzt können wir uns anschauen, ob wir dasselbe rauskriegt hätten, wenn wir einfach den vorimplementierten R-Befehl hier verwenden. Wir können mit LM nämlich einfach Least Squares machen, also Ordinary Least Squares. Und LM steht für lineares Modell. Und was wir hier reinschreiben können, ist wirklich eine Formel. Das heißt, wir wollen WR.HND in Abhängigkeit von diesen anderen Variablen hier haben. Also NW.HND plus dann der Ruhepuls plus die Körpergröße. Und wir wollen kein Intercept haben. Und das kann man eben so angeben, indem man minus 1 schreibt. Hier müssen wir nur sagen, was die Daten sind. Die Daten sind eben Survey. Und dann können wir dieses lineare Modell schätzen. Und wenn wir uns das Ergebnis anschauen, dann sehen wir hier genau die Koeffizienten. Die Koeffizienten, also es ist einfach nur genau das gemacht worden, was wir jetzt da gemacht haben, vielleicht ein bisschen effizienter implementiert. Also wir sehen 0,9 und ein paar zerquetschte für den Koeffizienten bei NW.HND, dann für den Ruhepuls diesen und so weiter und so fort. Wir vergleichen das mit den Koeffizienten oben und sehen, bis auf das, dass hier ein paar Nachkommastellen abgeschnitten sind, ist es genau dasselbe. Also, wir haben jetzt bei Hand einfach quasi das nachgebaut, was LM macht. Ist natürlich jetzt nicht ganz wahr. Also, hier passieren dann schon noch mehr Sachen. Mit Summary von LM können wir uns eben jetzt hier so eine Summary angeben und können hier noch ein bisschen mehr Sachen anschauen. Und das Erste, was hier ins Auge sticht, sind Residuals. Und die können wir natürlich auch noch ausrechnen, oder? Das heißt also, wir können auch das Epsilon-Dach ausrechnen. Und um das Epsilon-Dach auszurechnen, müssen wir uns nur daran erinnern, dass das ja Y minus eben X mal Beta-Dach ist. Und dann sehen wir, so schauen also dann unsere Residuals aus. Und das, was eben hübsch ist, die Residuals kann man eben dann auch ganz gut plotten. Und zwar kann man nämlich die Residuals gegen den prognostizierten
Welt auch plotten, und das ist im Prinzip dann was, was wir jetzt vielleicht irgendwie Y-Dach nennen könnten. Wir können nämlich natürlich jetzt auch die Schätzung aus dem linearen Modell abgeben. Das heißt also, wir können einfach x mal Beta-Dach rechnen. Damit erhalten wir, also wenn wir einfach Regression machen würden, sozusagen den zugehörigen Punkt auf der Regressionsgeraden. In dem Fall ist es sozusagen die Regressionsebene, so können Sie sich vorstellen. Und jetzt können wir einfach hergehen und mal das Y-Dach plotten gegen die zugehörigen Residuen. Und wir sehen, das, was hier überbleibt, ja, wenn man so will, also diese Residuen, die schauen also ziemlich punktwolkig aus, oder? Also wir erkennen hier in den übrig gebliebenen Residuen keinen nennenswerten Zusammenhang. Und das ist, glaube ich, ganz sinnvoll, weil sozusagen den Zusammenhang zwischen den Eingangsgrößen und der Ausgangsgröße, dem Output, wollen wir ja nach Möglichkeit komplett in das Modell gesteckt haben. Das heißt, alles, was überbleibt, soll in diesem Sinne zufällig bleiben. Und was man machen kann, ist, man kann auch Plot anwenden auf das Result von LM und sieht eben, da kommt genau das Gleiche daher. Also wenn wir hier nochmal zurückspringen, hier vorspringen, da kommt genau dasselbe daher. Die so ein bisschen weiter weg liegen, sind typischerweise mit den Indizes benamst. Und wir sehen also hier ganz gut, das ist also genau das Gleiche, fitted values gegen eben die Residuals, was ich eben jetzt bei Hand vorhin halt aufgetragen habe. Und wir sehen eben ganz gut, dass es hier, wie gesagt, keinen nennenswerten Zusammenhang gibt. Wenn es so ganz typische Abhängigkeitsstrukturen in diesen Residuals jetzt gäbe, die man schon visuell sofort sieht, dann wüsste man, dass das Modell nicht sehr gut geeignet ist. Das kann man dann also daraus so entnehmen, also visuell entnehmen. Das ist sozusagen eine Überprüfung dessen, dass unser Modell sinnhaft gelungen ist. Was sehen wir noch in dieser Summary von LM? Ja, wir sehen hier wieder die Koeffizienten. Dann etwas, was wir noch besprechen werden, die sogenannten Standardfehler. Wir sehen hier den Wert einer Teststatistik. Und diese Teststatistik wird dafür verwendet, um auf Signifikanz, also des Koeffizienten, zu schließen. In dem Sinne, die Nullhypothese wird überprüft, ob der Koeffizient signifikant von 0 abweicht. Und wir sehen, dieser Koeffizient weicht signifikant, hochsignifikant von 0 ab. Also ein p-Wert ist winzig, winzig, winzig klein, also am besten man sagt einfach nur signifikant zu einem Signifikanzniveau von 5% auf jeden Fall, aber auch der bei der Körpergröße, der weicht signifikant von 0 ab. Also auch die Körpergröße hat einen signifikanten Einfluss auf diese Schreibhandlänge. Ja, überrascht uns wenig. Wenn wir hingegen auf den Ruhepuls schauen, also beim Ruhepuls ist es eben so, dass der keinen signifikanten Einfluss auf die Spannweite der Schreibhand hat. Ja, also ich denke, das hätten Sie vorher wahrscheinlich jetzt auch schon vermutet. Also es wird so sein, dass wenn man wahrscheinlich nur den Ruhepuls betrachtet, dass vielleicht Frauen ein bisschen einen niedrigeren haben als Männer, und man würde dann vielleicht, wenn man nur den Ruhepuls betrachtet, trotzdem sehen, dass es irgendwie einen Einfluss gibt. Aber der ist vernachlässigbar gegenüber der Spannweite der Schreibhand und der Körpergröße. Also durch Körpergröße hätte man zum Beispiel natürlich das Geschlecht vollkommen abgefangen, oder? Und das ist was wir hier sehen. Und dann gibt es hier noch unten weitere, ja, Dinge, die zu sagen sind, die man jetzt eben vorher schon hätte anschauen können. 67 Beobachtungen sind wegen Missingness eben gelöscht worden. Also das heißt, das stimmt tatsächlich, sind so viele eben in einzelnen Variablen eben fehlend. Und dann werden sie zeilenweise entnommen, also einfach wirklich aus dem Datensatz rausgeschmissen. Kann man alles anders machen, aber das ist wie standardmäßig eben passiert. Und wir nehmen an, dass die vollkommen zufällig eben fehlen, und dadurch würden wir auch keinen sogenannten Bias induzieren, also dass man irgendwie das Ergebnis durch das Entnehmen der fehlenden, also von Zeilen, wo Werte fehlen, dass man das eben dadurch verfälschen. Okay, damit haben wir also schon mal gesehen, wie man wirklich das, was LM in R macht, einfach selber ein bisschen nachbasteln kann. Und was hier hinten steht, wie gesagt, wollen wir jetzt dann noch ein bisschen genauer verstehen, Richtung Standardfehler, und dann will ich noch eine Idee gehen, wie diese Teststatistik und die P-Werte dann, also wie man ungefähr dorthin kommt, ganz im Detail werden wir das nicht mehr besprechen. Und vielleicht, damit wir das jetzt noch vollständig erledigt haben, wenn man eine Summary macht, also das können wir da noch dazu schmeißen, von eben unseren
geschätzten Residuen, dann sehen wir, dass diese Summary genau das ist, was wir hier stehen haben. Ja? Also da sehen wir, wir haben nichts anderes als eine Summary über diese Residuals hier angezeigt und die haben wir uns auch ganz schnell selber nachgebastelt, also mit Minimum, erstes Quartil, Median, Mean, also empirischer Mittelwert, drittes Quartil und das Maximum. Okay, damit kommen wir zurück auf das Whiteboard. Und was also jetzt zu tun ist, ist ein bisschen genauer zu verstehen, welche Eigenschaften dieser OLS-Schätzer jetzt eben hat. Und was wir dazu mal zunächst überlegen wollen, ist, ob er ein erwartungstreuer Schätzer ist. Also die erste Frage, die wir uns stellen, ist Beta-Dach erwartungstreu? Und ist klar erwartungstreu für den echten Koeffizientenvektor Beta, oder? Also das ist ja das, was wir schätzen wollen. Das heißt, die Frage, die wir uns also hier stellen, lautet wie folgt. Ist der Erwartungswert von Beta Dach gleich Beta? Und da machen wir jetzt mal ein großes rotes Fragezeichen drüber. Das müssen wir uns eben überlegen. Und was wir dazu machen ist, dass wir sozusagen einfach mal den Erwartungswert ausrechnen. Das heißt, wir rechnen den Erwartungswert von Beta Dach aus, setzen hier ein, weil wir wissen ja, der OLS-Schätzer ist x transponiert x hoch minus 1 mal x transponiert mal y. Jetzt ist es aber so, x ist ja eine konstante Matrix, damit auch x transponiert x hoch minus 1 mal x transponiert. Das ist also nicht zufällig, oder? Also konstant in klein Omega, also nicht zufällig. Also einfach eine reelle Matrix. Und das heißt, das ist also das gleiche wie, wir können x transponiert x hoch minus 1 mal x transponiert vorne rausschieben und müssen nur den Erwartungswert von y bestimmen. Jetzt ist es aber so, dass sich y schreiben lässt, laut der PRF, y ist ja x Beta plus Epsilon. Das ist ja die Grundannahme, dass sich also tatsächlich y eben als x mal den echten Koeffizientenvektor plus die echten Residuen schreiben lässt. Und das müssen wir jetzt hier einfach nur einsetzen und das Ganze durchziehen. Das bedeutet also, wir haben hier x transponiert x hoch minus 1 mal x transponiert. Und hier kommt jetzt noch einmal ein x und mal Beta. Und eigentlich der Erwartungswert von Beta, x haben wir natürlich schon durchgezogen, ist ja immer noch konstant. Ja, aber auch der echte Koeffizientenvektor ist natürlich konstant in Omega, oder? Also Beta ist ein Vektor, der ist, was er ist, also da ist nichts Zufälliges dran. Und dann, was wir hinten noch über haben, ist also das Folgende. Wir haben noch über x transponiert x hoch minus 1 mal x transponiert und da steht der Erwartungswert von Epsilon. Also der Erwartungswert von unserem Residuenvektor. Und wenn wir jetzt hier vorne ganz genau hinschauen, dann sehen wir, dass hier eine Matrix steht und ihre Inverse und da die Matrix selbst. X transponiert x, x transponiert x steht zweimal da, einmal invers, einmal nicht. Das heißt also, das hier gibt einfach nur die Einheitsmatrix. Das bedeutet, wenn wir hier nochmal genau hinschauen, steht hier einfach nur Einheitsmatrix mal Beta, also Beta selbst. Und wir sehen, wir erhalten Beta plus, schreiben wir es nochmal ab, x transponiert x hoch minus 1 mal x transponiert mal den Erwartungswert von Epsilon. Und jetzt haben wir es fast geschafft. Wo haben wir angefangen? Ja, angefangen haben wir bei Erwartungswert von Beta Dach ist gleich. Jetzt sehen wir, es ist Beta plus noch was. Und die einzige Möglichkeit, um das noch was auf 0 zu kriegen, wie gefordert, ist, dass wir folgende Annahme treffen, dass der Erwartungswert unserer Residuen 0 ist. Und das ist also jetzt die dritte Annahme, die wir treffen. Also zwei haben wir ja schon getroffen. Und das ist die, dass eben unsere Residuen zentriert sind, wie man sagt. Also der Erwartungswert von Epsilon soll 0 sein. Das ist also eine sehr, sehr vernünftige und gute Annahme. Also Residuen
sollen zentriert sein. Also wir haben zentrierte Residuen, also der Erwartungswert des Residuenvektors ist also 0. Und unter dieser Voraussetzung, also schreiben wir da dann dazu, dann ist es wirklich so, dass der Erwartungswert von Beta Dach eben gleich Beta ist, weil das hier hinten wegfliegt, oder? Und wir haben eben einen erwartungstreuen Schätzer. Okay, wunderbar. Wenn dem nicht so ist, führt also, sage ich mal, unser Schätzer ein verzerrter Schätzer, also kein erwartungstreuer Schätzer, und man muss sich andere Dinge überlegen. Zum Beispiel in unserem Residuenplot, den wir gerade vorhin gesehen haben, also machen wir hier nochmal unseren Residuenplot. Hat man ganz gut gesehen, oder? Dass also es schon ganz gut danach ausschaut, dass der Erwartungswert 0 ist, oder? Also von diesen Residuen, und das ist auch was, was wir hier ganz gut erkennen können, oder? Das Mittel ist nicht allzu weit weg von 0. Und es schaut also ganz gut danach aus, dass diese Bedingung mal visuell jetzt so nicht verletzt ist. Okay, das war also jetzt die dritte Bedingung, die wir auf ganz natürliche Art und Weise hergeleitet haben. Was ist die nächste Bedingung? Oder was ist das nächste, was wir machen wollen? Jetzt haben wir also diese erste Eigenschaft des OLS-Schätzers kennengelernt. Wann ist er also ein Unbiased Estimator, also ein erwartungstreuer Schätzer? Ja, das ist er dann, wenn die Residuen zentriert sind. Haben wir das erkannt? Das nächste, was wir aber auch noch verstehen wollen, ist nicht nur, was in Erwartung unsere Schätzung gibt, sondern wir wollen auch noch verstehen, wie stark um diesen Erwartungswert, also sprich um den echten Koeffizientenvektor, diese Schätzung streut. Und dazu brauchen wir die Kovarianzmatrix. Also das heißt, nächster Schritt, das Ziel ist jetzt, bestimme die Kovarianzmatrix unseres Schätzers. Das bedeutet also, wir wollen nicht nur die Varianzen der einzelnen Beta 1 bis Beta K Dach haben, sondern wir wollen auch wirklich nur die ganzen Kovarianzen unter ihnen haben, also sprich die ganze Streuungsstruktur, wenn Sie so wollen, von unserem Koeffizientenvektor genauer verstehen. Und dazu starten wir also mal los und schreiben einfach Beta Dach ein bisschen um. Also Beta Dach, wissen wir eh schon, lässt sich schreiben als x transponiert x hoch minus 1 mal x transponiert mal y. Und jetzt machen wir hier wieder das Folgende. Wir setzen halt wieder ein und schreiben eben y ist gleich x Beta plus Epsilon. Und was wir also dann hier sehen ist, dass sich wieder, also wie wir das schon gesehen haben, hier x transponiert x weghebt und eben nur Beta überbleibt. Und was hinten dran eben überbleibt, ist x transponiert x hoch minus 1 mal x transponiert mal Epsilon. Also, das ist genau die Rechnung, die wir vorher schon gemacht haben, bloß dass wir den Erwartungswert drüber geschoben gehabt haben. Und was wir jetzt sehen ist, dass das Beta-Dach minus sein Erwartungswert, der, und das ist ja wichtiger als der Schritt gewesen, der ja Beta ist, weil wir annehmen, die Residuen sind zentriert, da hebt sich einfach dieses Beta weg, also der echte Koeffizientenvektor hebt sich hier genau weg und überbleibt x transponiert x hoch minus 1 mal x transponiert mal Epsilon. Und jetzt haben wir also mal so weit was geschrieben? Ja, das, was wir sozusagen zusammen multiplizieren müssen, um eben die Kovarianz zu kriegen. Also die Kovarianzmatrix von Beta Dach ist ja nichts anderes als der Erwartungswert von Beta Dach minus Erwartungswert von Beta Dach. Und das Ganze also nur multipliziert mit Beta Dach minus Erwartungswert von Beta Dach transponiert. Das heißt also, wir berechnen jetzt hier einfach direkt wirklich die Kovarianzmatrix und was wir jetzt eben gesehen haben, ist, dass wir relativ einfach jetzt einsetzen können. Das heißt also, was wir kriegen, ist, wenn wir das jetzt hier oben eben einsetzen, dass das dasselbe ist wie der Erwartungswert von und hier drin haben wir eben stehen x transponiert x hoch minus 1 mal x transponiert mal Epsilon.
Und jetzt müssen wir das aber nur mal transponieren. Und wenn wir es transponieren, dreht sich die Reihenfolge um. Das heißt, hier haben wir Epsilon transponiert, x mal, und hier steht wieder x transponiert x hoch minus 1. Sie fragen sich vielleicht, wo jetzt das transponiert geblieben ist. X transponiert x ist eine symmetrische Matrix, weil wenn Sie x transponieren, dann kriegen Sie genau die gleiche Matrix. Und die Inverse einer symmetrischen Matrix ist symmetrisch. Das heißt also, bitte da können Sie einfach das transponiert weglassen. Das ist sehr angenehm. Okay, jetzt haben wir also das mal so weit geschafft. Jetzt können wir den Erwartungswert einfach durchschieben. Und der Erwartungswert lässt sich durch alles schieben, was also nicht zufällig ist. Das bedeutet also, wir haben hier stehen x transponiert x hoch minus 1 mal x transponiert. Erwartungswert von Epsilon mal Epsilon transponiert. Also da machen wir der Deutlichkeit halber wirklich eine Klammer rum. Und das wird dann also multipliziert mit x mal x transponiert mal x hoch minus 1. Und an der Stelle muss man jetzt sagen, jetzt stehen wir im Prinzip ein Stück weit an. Was wir jetzt also hier stehen haben, ist mittendrin zwischen vielen Dingen die Kovarianz von Epsilon. Und nur wenn man jetzt an die Kovarianz von Epsilon günstige Bedingungen stellt, vereinfacht sich jetzt diese Kovarianz des Koeffizients, also des OLS-Schätzers, Beta-Dach wirklich unmittelbar. Ja? Also man könnte natürlich jetzt auch hier genau so weitermachen, wie man es da stehen hat, aber eben einfacher ist, folgende Annahme zu treffen. Das ist jetzt also die Annahme A4. Die Annahme A4 ist, dass die Kovarianz von Epsilon sehr einfach ausschaut, und zwar, dass sie Sigma Quadrat mal die Einheitsmatrix ist. Also sprich, das ist Sigma Quadrat in der Diagonalen und Nullen sonst. Und zur Erinnerung, in der Diagonale stehen ja genau die Varianzen. Und wir nehmen also an, dass alle Komponenten dieselbe Varianz besitzen und dass sie also paarweise unkorreliert sind, weil also außerhalb der Diagonale stehen ja genau die Kovarianzen. Und das bedeutet also nochmal zusammengefasst, die Varianz von allen Epsilon-Is ist also dieselbe, und zwar Sigma Quadrat. Und das also wirklich für alle i von 1 bis n. Und das nennt man eben Homoskedastizität. Also homoskedastisch. Also bedeutet einfach nur gleiche Varianz. Okay? Also alle diese Residuen haben gleiche Varianz. Und eine wichtige Konsequenz jetzt noch aus dieser Bedingung ist eben, dass die Kovarianz von Epsilon i mit Epsilon j 0 ist für i ungleich j. Das heißt, die sind paarweise unkorreliert und sie haben alle dieselbe Varianz. Und das ist die Bedingung A4. Und wenn wir diese Bedingung A4 verwenden, also hier ist gleich Sternchen, schreiben wir da unten weiter, dann sehen wir, dass wir einfach einsetzen können, das Sigma-Quadrat ganz vorne rausschieben. Die Einheitsmatrix kann drin stehen bleiben, die verändert ja nichts. Und Sigma-Quadrat ist einfach nur eine Zahl, also diese gemeinsame Varianz. Und wir sehen, was überbleibt, ist x transponiert x hoch minus 1 mal x transponiert mal x mal x transponiert mal x hoch minus 1. Und einmal können wir uns das sparen, und zwar dieses x transponiert x geht mit diesem x transponiert x hoch minus 1 weg. Das gibt wieder die Einheitsmatrix. Und wir sind dort, es ist also Sigma Quadrat mal x transponiert mal x hoch minus 1 ist also die Kovarianzmatrix unseres OLS-Schätzers. Also noch einmal, das ist die Kovarianz von Beta Dach. Und das ist also das Ergebnis unter dieser Annahme A4. Und das heißt, das ist auch was, das können wir explizit hinschreiben, wenn wir einen vernünftigen Schätzer für Sigma Quadrat haben. Also, um eben jetzt die Kovarianzmatrix hinzuschreiben, das ist kein Problem, x transponiert x hoch minus 1, haben wir schon gesehen, kann man sofort hinschreiben, kann man ausrechnen. Aber wir brauchen immer noch eine Schätzung für diese gemeinsame Varianz Sigma Quadrat. Und das heißt, die muss man jetzt nur schätzen,
Also, es fehlt ein sinnvoller Schätzer natürlich für die Varianz Sigma Quadrat. Das fehlt also noch. Da brauchen wir jetzt also einen sinnvollen Schätzer dafür. Und das ist also was man noch ergänzen kann. Es ist allerdings ein bisschen eine Rechnung, muss ich sagen, und da muss man ein bisschen was tun. Also im Endeffekt, was man hierzu macht, ist, man schaut sich den Erwartungswert von der Summe der quadrierten geschätzten Residuen an. Also das ist ja nichts anderes, was da steht, als die 2-Norm von Epsilon Dach zum Quadrat. Dann schauen wir uns da eben den Erwartungswert davon an. Und das ist also ein bisschen eine Rechnung, die man machen muss, die nicht ganz einfach ist. Also die werden wir nicht ausführen. Da ist also schon ein bisschen was zu tun. Wahnsinnig schwierig ist nicht, aber es ist was zu tun. Das gibt dann Sigma Quadrat mal n minus k. Also n die Anzahl, also die Sample Size, also der Stichprobenumfang, und k die Anzahl der Variablen. Und dann ist es so, dass man daraus welchen Schätzer konstruiert? Ja, als Schätzer für Sigma Quadrat nimmt man dann eben genau die Summe der quadrierten geschätzten Residuen dividiert durch diese Anzahl der Freiheitsgrade n minus k. Und das führt dazu, dass wir dann eben einen Schätzer gefunden haben. Und das Gute daran ist, dieser Schätzer ist auch unbiased. Also der Erwartungswert von diesem Schätzer ist eben dann, das sieht man also hier oben aus dieser Rechnung, ist eben dann genau die zu schätzende Varianz. Das ist also mal der erste Punkt. Es ist also ein erwartungstreuer Schätzer für die echte Varianz Sigma Quadrat. Und wir erhalten also dadurch den sogenannten Standardfehler. Also Standardfehler der Regression. Und der Standardfehler der Regression ist eben gerade dann die Wurzel draus, also dieses Sigma Dach ist also die 2-Norm zum Quadrat von diesen geschätzten Residuen dividiert durch n minus k, und im Wurzel draus dann haben wir also wirklich den sogenannten Standardfehler. Und dieser Standardfehler hier ist also ganz wichtige Größe, aus der man dann eben viele statistische Tests auch motivieren kann. Also den braucht man auch viel dort, beziehungsweise insgesamt eben zur Schätzung dieser Kovarianz-Matrix, also sprich die Kovarianz-Matrix von Beta Dach. Dafür brauche ich ja jetzt genau diesen Schätzer hier. Und das ist also das, was wir jetzt eben machen können. Wir können also die Kovarianz von Beta Dach schätzen. Das heißt, da müssen wir nochmal ein Dach drüber machen, als was? Als Sigma Dach Quadrat mal x transponiert x hoch minus 1. Und das gibt eben eine Schätzung für nicht nur die Varianzen einzelnen Koeffizienten, sondern auch deren Kovarianzen. Und damit haben wir also sozusagen ganz, ganz viel von dem, was wir über unseren Schätzer verstehen wollen, eigentlich geschafft, oder? Also wir verstehen dann die ganze Kovarianzstruktur dieses Schätzers, wir verstehen, dass er erwartungstreu ist, also der Koeffizientenvektor, also in Erwartung kommt der echte Koeffizientenvektor heraus. Wie gesagt, wir verstehen, wie stark um diesen Erwartungswert dann eben unsere Schätzung streut. Also wir haben da ganz, ganz viel in der Hand, um eben genauer zu verstehen, wie sich dieser Koeffizientenschätzer verhält. Und damit kann man eben auch diese statistischen Tests, die ich vorhin kurz in R gezeigt habe, konstruieren. Gut, was haben wir damit jetzt also geschafft? Wir haben, wie gesagt, geschafft, mal diese Eigenschaften des OLS-Schätzers soweit zu verstehen. Wir haben die Kovarianz-Matrix schätzen können, wir haben sie ausgerechnet, dann auch schätzen können. Und was jetzt als großes Finale bleibt, ist noch ein Satz, den ich Ihnen nicht vorenthalten will, und zwar das berühmte Gauss-Markow-Theorem. Oder schauen wir es so, Theorem von Gauss-Markow oder eben auch Satz von Gauss-Markow.
Und ein Punkt, den wir jetzt nicht unterschätzen dürfen, ist, ich habe Ihnen ja am Anfang gesagt, jetzt schreiben wir halt da die Summe der Fehlerquadrate hin, oder? Und jetzt könnte es ja aber natürlich sein, dass wenn wir einfach einen anderen Schätzer nehmen, einen anderen linearen Schätzer, sollte man dazu sagen, dass der vielleicht viel besser ist. Also was auch immer besser genauer heißt. Und das Gauß-Markow-Theorem sagt aber, nein, nein, unter diesen Voraussetzungen, so wie wir sie haben, ist dieser OLS-Schätzer, der ist optimal. In einem gewissen Sinn aber natürlich. Also das heißt, was sagt dieses Gauß-Markow-Theorem? Also unter den Annahmen A1 bis A4, das heißt, wir nehmen also wirklich an, A1 bis A4 ist erfüllt, so wie wir es kennengelernt haben, ist der OLS-Schätzer blue. Also ist der OLS-Schätzer blue. Also ich nehme sicher an, Sie haben jetzt dieses Lied von Eiffel 65 irgendwie da im Ohr. Aber was bedeutet Blut aber die Dabadei? Das bedeutet Best Linear Unbiased Estimator. Also Best Linear Unbiased Estimator. So, also BLUE. Und jetzt muss man natürlich schon sagen, was das überhaupt heißt. Also das heißt, was das bedeutet, ist das Folgende. Wenn wir einen weiteren Schätzer haben und dieser weitere Schätzer, den nennen wir jetzt Beta-Schlange, dann nehmen wir auch an, dass das ein linearer Schätzer ist. Das heißt also, der lässt sich schreiben als C mal Y. Und wie schaut das bei unserem OLS-Schätzer aus, oder? Bei unserem OLS-Schätzer, der ist ein spezieller linearer Schätzer, also der lässt sich hier schreiben als x transponiert x hoch minus 1 mal x transponiert mal y. Das heißt also, das hier wäre das C für den OLS-Schätzer. Und also einen anderen linearen Schätzer erhält man dadurch, indem man eben eine Matrix C fixiert und mit y multipliziert. So, das heißt also, dieses Beta-Schlange ist irgendein anderer Schätzer. Und wichtig ist jetzt, dass auch dieser andere Schätzer die Eigenschaft hat, dass er unbiased ist. Also unbiased bedeutet erwartungstreu. Und das wissen wir, es ist für unseren OLS-Schätzer sowieso schon so. Und jetzt ist die Frage, was bedeutet dann dieses Beste? Und das Beste bedeutet, also aus dem hier folgt, das Beste bedeutet, dass die Kovarianz von Beta-Schlange minus der Kovarianz von Beta-Dach eine positiv semidefinite Matrix ist. Also da macht man oft so eine Schlange unter, also größer mit Schlange drunter, größer 0 ist. Das bedeutet also positiv semidefinit ist. Und das heißt insbesondere, also insbesondere heißt es, dass für alle i von 1 bis n was gilt, Entschuldigung, von 1 bis k, wir haben ja k viele Koeffizienten, das eben gilt, dass die Varianz von Beta i Schlange größer gleich ist als, also das ist eben sozusagen die Aussage über die Diagonale, die Varianz von Beta i Dach. Das heißt also, in diesem Sinn ist der OLS-Schätzer der die geringste Varianz in dem Koeffizientenschätzern der einzelnen Komponenten aufweist, aber es ist sogar noch ein bisschen mehr. Er ist also jener Schätzer, der die Kovarianz in dem Sinn am kleinsten macht. Ja? Und das ist natürlich das, was wir haben wollen. Wir wollen in unserer Schätzung natürlich so wenig Unsicherheit wie möglich haben, so wenig Streuung wie möglich haben. Und in diesem Sinne ist also der OLS-Schätzer optimal. Also ist wirklich der beste lineare, erwartungstreue Schätzer, den wir haben. Und wenn also diese Bedingungen A1 bis A4 nicht verletzt sind, die wir gesehen haben, gibt es nur in ganz wenigen Fällen wirklich einen Grund, warum man eben nicht diesen OLS-Schätzer verwenden sollte. Und wir sehen also, in dem Sinne sollte man ihn verwenden. Also alles andere ist zumindest in Bezug auf die Varianz schlechter. Wenn man also was anderes im Blick hat,
kann es natürlich besser sein. Also ein ganz berühmtes Resultat über multiple lineare Regression, das Ihnen nicht vorenthalten wollte, wenn natürlich auch jetzt hier an der Stelle ohne Beweis. Ja, damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit durch die ganze Vorlesung und so wünsche noch viel Spaß mit dem, was wir hier alles so besprochen haben.